Hallo liebe Modomaniacs, willkommen zurück beim Modomania Mag. Mein Name ist Basti Wolter und wie ihr sehen könnt, ist mein Motorrad derzeit ein optischer Flickenteppich. Originalplastikteile, Zubehörplastikteile mit Custom-Stickern drauf. Also höchste Zeit für ein Update. Deswegen werde ich euch heute zeigen, wie man einen individuellen Look an sein Motorrad bekommt mit neuen Stickern und neuen Plastikteilen. Heutzutage gibt es viele Hersteller, die euch individuelle Aufklebersätze für eure Motorräder herstellen. Meistens könnt ihr da aus gewissen Grunddesigns auswählen und dann individuell Namen, Startnummern, Sponsorenlogos und die Farbzusammenstellung auswählen. Ich habe mich für ein komplett individuelles Design entschieden, welches mir MJ Sport produziert hat. Nachdem das Design am Computer entworfen wurde, bekommt man in der Regel vom Produzenten nochmal eine E-Mail, kann nochmal über alles drüber schauen, dass alles stimmt und dann dauert es ein paar Tage, bis die Sticker da sind. Die nächste Frage, die ihr euch stellen solltet, ist, wollt ihr die bisherigen alten Plastikteile weiter benutzen oder wollt ihr lieber rund 150 Euro in neue Plastikteile, eventuell in einer anderen Farbe investieren? Ist euer Motorrad noch neu, ist es kein Problem, die originalen Plastikteile zu benutzen. Habt ihr die Plastikteile schon länger dran, dann müsst ihr da erstmal die alten Aufkleber entfernen mit Nitroverdünnung, Bremsenreiniger und das ist eine ganz schöne Scheißarbeit, kann ich euch sagen. Und eventuell sind Kratzer drin, die müsst man mit einem Cuttermesser und Sandpapier erstmal entfernen. Da ich als Basisfarbe für die Plastikteile lieber von dem Orange-Schwarz vom Original KTM Dekor wegkommen möchte, habe ich mich für ein Komplett-Plastikteile-Kit von Polysport entschieden. In dem Komplett-Plastik-Kit von Polysport ist alles drin enthalten, was ihr braucht. Der vordere, der hintere Kotflügel, die Tankspoiler, die seitlichen Numberplates und auch das vordere Numberplate für Fahrer von Enduro-Modellen ist dabei aber zu beachten, dass ein Motocross-Numberplate im Kit drin ist. Also wenn ihr eine Lampenmaske braucht, dann müsstet ihr die nochmal separat besorgen. Die Plastikteile-Kits haben in der Regel eine Grundfarbe, in meinem Fall komplett weiß. Wenn ihr da ein bisschen mehr variieren möchtet, zum Beispiel vorne einen schwarzen Kotflügel, hinten einen weißen, gibt es immer noch die Möglichkeit, diese Kunststoffteile einzeln zu bestellen. Allerdings werdet ihr da in der Gesamtsumme wahrscheinlich etwas teurer kommen. Ich habe schon vor einigen Tagen meinen Dekor bestellt bei MJ Sport. Das ist inzwischen gedruckt und hier in Portugal, wo ich derzeit bin, angekommen. Das heißt, ich werde mir jetzt mal ein Plastikteile-Kit nehmen, werde mir die Sticker nehmen und da das ja eh noch abgebaut ist, werde ich mir einen anderen Platz suchen, wo ich in Ruhe arbeiten kann. Ob ihr die neuen Aufkleber direkt am Motorrad verkleben wollt oder bei abgebauten Plastikteilen, das ist so eine Geschmackssache. Ich persönlich bevorzuge es, die abgebauten Teile zu bekleben. Da kann ich einfach besser am Tisch agieren. Als Werkzeug benötigt ihr einen Föhn, ein Cuttermesser, Reiniger, ich nehme da immer Bremsenreiniger und eine Papierrolle. Bevor ihr anfangt, die Sticker aufzukleben, müsst ihr alle Plastikteile reinigen, egal ob alt oder neu. Auch bei neuen Plastikteilen sind oft Ablagerungen von der Verpackung drauf. Dazu könnt ihr Spüli-Lösung nehmen oder Bremsenreiniger. Bremsenreiniger entfettet. Aber Vorsicht bei den Bremsenreinigern, denn manche sind so aggressiv, die greifen das Plastik und auch die Sticker an, sodass sich dann die unterschiedlichen Lagen der Sticker voneinander trennen. Ich habe mit dem Motorex-Bremsenreiniger immer gute Erfahrungen gemacht, deswegen nehme ich den Bremsenreiniger. Einfach aufs Tuch sprühen und dann über die Plastikteile wischen. Generell solltet ihr bei Zimmertemperaturen arbeiten, also wenn es draußen sehr kalt ist, nicht in der kalten Garage bei Minustemperaturen, weil dann wird die Stickerfolie sehr hart und ist nicht so flexibel, was wichtig für die Kanten und Ecken ist und außerdem hält der Kleber dann nicht so gut. Jetzt geht's endlich los. Fangt mit einem leichten Teil an. Bei mir ist das in der Regel das vordere Numberplate oder die Lampenmaske. Das ist nämlich sehr eben, sehr flach und hat keine großen Löcher und Kanten, auf die man achten muss. Macht euch erstmal einen Eindruck, wo welcher Sticker hingehört. Hier habe ich zwei Teile, einmal für links, wo die Bremsleitung verläuft und einmal rechts. Das lege ich mal so an, gucke nochmal, wo wichtige Punkte bei der Schnittform sind, wie hier zum Beispiel diese Einkerbung für die Kante. Wenn ihr dann wisst, wie ihr den Sticker platzieren wollt und wo ihr anfangen wollt zu kleben, lege ich das Plastikteil zur Seite, drehe den Sticker um, nehme das Cuttermesser und schneide die Trägerfolie leicht ein. Wichtig ist dabei, nicht zu tief zu schneiden,
damit er nicht den eigentlichen Aufkleber verletzt. Dann falte ich die Trägerfolie um, falze sie . So sieht das Ganze jetzt aus. Das heißt, ich kann in der Mitte vom Number Plate anfangen zu kleben und dann nach rechts und links die Trägerfolie Stück für Stück zurückziehen. So, jetzt gucke ich nochmal auf die Feinausrichtung. Gucke, dass alle Kanten sitzen, dass alle Falze sitzen und kann nun in der Mitte, wo ich das Klebestück freigeschnitten habe, anfangen, die Folie anzudrücken. Wenn etwas nicht passt, könnt ihr die Folie auch nochmal abziehen. Wenn ihr sie noch nicht richtig doll angedrückt habt, geht das ganz gut. Also erst checken, dann andrücken und dann arbeitet man sich Schritt für Schritt weiter, zieht die Trägerfolie ab, aber arbeitet da in kleinen Schritten, einfach mit dem Daumen andrücken das Ganze. Darauf achten, dass keine Luftblasen entstehen und immer von innen zum Rand streichen, um eventuelle Luft rauszudrücken. Es ist wichtig, alle Kanten schön anzudrücken. Da, wo Ecken und Kanten sind, muss man besonders darauf achten, dass sich keine Luft einschließt. So, das erste Teil ist beklebt. Weiter geht's mit den nächsten Teilen. Ich würde euch als Tipp geben, fangt erstmal mit geraden Flächen an, wie zum Beispiel beim hinteren Kotflügel, der lässt sich auch noch relativ einfach bekleben und geht dann erst zu komplizierteren Teilen wie den Tankspoilern. Da sind nämlich einige Löcher, auf die man achten muss, dass der Sticker richtig sitzt. Und bei den seitlichen Numberplates hat man oft durch die Wölbung, zum Beispiel durch den Schalldämpfer, der da drunter setzt, viele ja, Rundungen, Kanten und das lässt sich nicht ganz so einfach kleben. Also erstmal Warm-up mit den einfachen Teilen machen. Die ersten einfachen Teile sind beklebt, jetzt geht es an die komplizierteren. Die Tankspoiler sind bei den KTMs recht groß. Bei anderen Marken gibt es ja mehrere Löcher, auf die man achten muss für die Schrauben. Und hier ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich erstmal Gedanken macht, wie möchte man vorgehen. Wieder gucken. Wie sitzt der Sticker eigentlich? Worauf muss man achten? Hier zum Beispiel dieses kleine Loch. Dann macht man sich einen Plan. Bei diesem Teil habe ich mich entschieden, erstmal hier einen Schnitt zu machen. Dann habe ich den einen Teil getrennt, konzentriere mich auf den relativ flächigen großen Teil und kann dann zur Not ein bisschen hin und her streichen. Wichtig ist, dass an diesen Kanten keine Luftblasen sind und dass man sie gut andrückt. Wie ihr gesehen habt, sind hier viele Kanten, viele Rundungen und da klebt der Aufkleber nicht immer sehr gut. Es gibt vielleicht leichte Falten und hier kommt jetzt der Föhn zum Einsatz. Hier ist der Föhn. Und das Wichtige ist, wenn man den Aufkleber erwärmt, es ist wirklich nur ein Erwärmen, damit der Aufkleber ein bisschen weicher, geschmeidiger, flexibler wird. Durch die warme Luft zieht sich der Aufkleber zum Teil zusammen, das heißt Falten gehen weg. Und wenn ihr aber zu heiße Luft auf den Aufkleber gebt, dann kann der Aufkleber kaputt gehen. Also beim Föhn geht's noch. Wenn ihr mit einer Heißluftpistole arbeitet, solltet ihr da die Temperatur nicht zu heiß einstellen. Gerade bei so komplizierten Kunststoffteilen mit vielen Kanten und Rundungen solltet ihr euch die Mühe machen, alle Kanten nochmal schön anzudrücken und dabei den Föhn zur Hilfe zu nehmen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, sind gerade die seitlichen Numberplate-Teile etwas kompliziert. Viele Kanten, viele Stellen, auf die man achten muss. Und da läuft es nicht immer super. Es kann passieren, dass in den Löchern ein bisschen Sticker übersteht oder wie in meinem Fall hier an der Kante. In dem Fall nimmt man einfach ein Cuttermesser und schneidet das überstehende Material ab. So vermeidet ihr, dass Dreck an den Aufkleber kommt, wenn ihr mit dem Motorrad fahrt und sich der Aufkleber schnell ablöst. Deswegen immer
sehr sorgfältig gucken, dass kein Sticker übersteht. So, das letzte Teil ist beklebt. Jetzt nochmal über alle Plastikteile mit dem Föhn drüber gehen. Nochmal sicherstellen, dass alle Kanten angedrückt sind. Und dann kann es ans Anbauen gehen. Das war ja klar. Jetzt ist hier natürlich doch eine kleine Luftblase. Aber das ist nicht weiter schlimm. Einfach mit dem Cuttermesser ein Mini-Loch reinstechen und die Luft durch das Loch rausdrücken. Ganz wichtig ist, dass ihr dem Sticker ungefähr einen Tag Zeit lasst, um richtig gut zu kleben. Das heißt, nicht aufkleben und direkt ins Schlammrennen starten. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Sticker relativ schnell abfallen. Wenn ihr, ich sag mal, eine Nacht die Sticker sitzen lasst, dann sollte das eigentlich ganz gut halten und ihr habt lange Freude an euren Stickern. Und fertig ist der neue Look. Für das Bekleben solltet ihr euch 2 Stunden Zeit nehmen. Und Geduld ist einer der wichtigsten Tipps, die ich euch zum Bekleben der Motorräder geben kann. Und weitere Tipps sind, haltet die Plastikteile sauber und schneidet alles, was übersteht, ab und drückt die Kanten schön an. Die Polysport Plastikteile habe ich über Parts Europe erhalten. Den nächsten Parts Europe Händler findet ihr unter partseurope.eu. Dort dann in der Händlersuche einfach schauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und wenn es euch gefallen hat, drückt doch den Daumen hoch. Wenn ihr mehr solcher Tipp-Videos sehen wollt und andere coole Dirtbike-Videos, dann abonniert doch meinen Kanal. Mich würde es freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.